Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Rating Prediction. Mal wieder aus dem hallenden Zimmer in Malta bzw. in Birkikara, so wie das hier richtig heißt. Aber das soll uns nicht aufhalten, wir machen heute die fünfte Episode und wieder mal mit richtig, richtig nicen Spielern. Diese Woche kommt noch eine zweite Episode und zwar am Freitag oder am Samstag. Könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen. Ich habe heute am Dienstag meinen Geburtstag und werde gleich mal diese beiden Folgen hier zumindest, liebe Freunde, vom kommentierten her aufnehmen. So, ich würde sagen, ohne längeres Rumschweifen, steigen wir rein in diese Episode. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Videobeschreibung sind Links zu den Social Media Plattformen, Instagram, Twitter, Facebook und Snapchat unter anderem auch. Und natürlich gibt es dazu noch einen Link zu IG Vault für Münzen, die ihr eventuell jetzt gerade zum Ende von FIFA nochmal günstig kaufen möchtet. Damit könnt ihr mich unterstützen. Demnächst wird es wieder Streams geben. Demnächst kommen meine Pläne für FIFA 17 so ein bisschen raus. Könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen. Aber jetzt machen wir erstmal die Spieler für FIFA 17 und starten dadurch mit der ersten Karte, die letztes Jahr ziemlich viel überrascht hat. War ein großer Transfer, aber dass er so durchstartet, hätten viele nicht erwartet im wahrsten Sinne des Wortes. Douglas Costa, einer der besten Spieler der abgelaufenen Saison, war im Team of the Season und kriegt dementsprechend ein leichtes Upgrade zu FIFA 17 Ultimate Team. Kein Pace dazu, obwohl er mit 91 noch nicht ganz so schnell ist, aber auf jeden Fall schon schnell genug, denn im Sprint hat er seine Schwäche, der Antritt ist einfach nur krass. 87 Dribbling, da plus 1, plus 2 Shooting, plus 1 Passen, plus 1 Defensive, plus 2 Physis. Hat eine klasse Saison bei Bayern gespielt und dementsprechend wird er auch, ja, in dem Upgrade gewürdigt. An sich hätte er auch theoretisch das Potenzial, Robben und Ribéry zu beerben. Allerdings muss man auch schauen, inwiefern er sich noch krasser weiterentwickelt. Bisher sieht das aber sehr, sehr gut aus und Bayern hat auf jeden Fall einen Transfer gemacht, von dem nicht so viele erwartet hätten, dass er so einschlagen würde. Aber er hat es gemacht und das ist natürlich sehr, sehr schön für die Bayern. Denn mittlerweile brauchst du nicht mal 35 Millionen verkaufen. Da kannst du mittlerweile auch schon gerade bei den Preisen heute ein bisschen mehr fordern. Wir kommen zur zweiten Karte und diese ist ebenfalls ein Spieler, der theoretisch für sehr, sehr viel Geld wechseln könnte. Aber momentan erstmal per Laie weggegangen ist. Und zwar ist das Borja Mayoral und der ist momentan beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Der wurde ausgeliehen von Real Madrid. Die haben ja Juwel erstmal abgegeben, machen sie ja mit einigen Juwelen, die sie momentan am Start haben. Unter anderem ja eventuell auch Martin Ødegaard und hat bei den Wolfsburgern auf jeden Fall jetzt erstmal eine Perspektive und kann sich da eventuell gegen Bas Dost durchsetzen, nachdem Kruse ja weg ist. Vielleicht geht Dost auch noch, müssen wir mal schauen. Bruno Henrique ist ja auch noch da. Aber theoretisch sind es ganz gute Voraussetzungen für ein Talent wie Borja Mayoral, der bei Real einfach zu große Konkurrenz hatte, mit Morata jetzt beispielsweise und Karim Benzema. Plus 3 Tempo, plus 8 Dribbling, plus 4 Shooting, plus 2 Passen, plus 3 Defensive und plus 6 Physis. Hat also ein plus 3er Upgrade. Allerdings kann ich da mir auch vorstellen, dass es 68 oder 69 wird. Die Stats sind so krass geupgradet, weil 57 Dribbling halt ein totaler Witz ist beispielsweise. 68 Shooting ist auf einer 67er Karte auch nicht so krass. Das Tempo, das sind alles so Upgrades, wisst ihr, die sind nicht so schlimm und die Stats sind halt auch auf der alten Karte nicht so krass gewesen. Von daher denke ich mal, dass wir auf jeden Fall einiges an Spaß haben werden, im Karrieremodus zumindest bei kleineren Teams mit dieser Karte, zumindest wenn man ihn irgendwann von Wolfsburg verpflichten kann, beziehungsweise von Real, wenn er denn die da ist, ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, können wir uns darauf freuen, wie der in der Bundesliga so abgehen wird und ich bin auf jeden Fall jetzt schon Fan von Borja Mayoral und bin gespannt, was er in Deutschland so zeigen wird und ob er eventuell irgendwann mal bei Real Karim Benzema beerben wird, beziehungsweise vielleicht ja auch Morata, der ist ja auch nochmal ein Stückchen älter als Mayoral. Gut, kommen wir zum dritten Spieler und kommen wir zum Highlight für diese Episode und das, liebe Freunde, ist der momentan vielleicht beste Spieler der Welt, Europameister 2016, Cristiano Ronaldo. 92 Tempo, 90 Dribbling, 93 Shooting. Letztes Jahr, nächstes Jahr veränderte Stats, gleiches Rating. Minus 1 Tempo, plus 1 Dribbling, plus 0 Shooting, plus 1 Passen, plus 0 Defensive und plus 2 Physis. 80 Physis also, 91 Dribbling, 93 Shooting, 81 Passen und 91 Tempo. Sieht extrem nice aus. Gleiches Tempo wie Douglas Costa. Er wird älter, er wird langsamer, er wird verletzungsanfälliger. Leider Gottes. Allerdings ist das bei jedem einzelnen Fußballer so. Er hat letzte Saison krass gespielt, war auf jeden Fall der Grund, warum Real die Champions League gewonnen hat, wenn er im Finale selber nicht performen konnte, aufgrund dessen, dass er da schon seine Verletzung mit sich rumgetragen hat, die er dann endgültig bei EM zum Vorschein gekommen ist. Allerdings hat er bei EM trotzdem sehr, sehr gut gespielt, hat Portugal auf jeden Fall extrem weitergeholfen, ins Finale einzuziehen. Im Finale konnte er leider nicht mehr wirklich tätig werden. Allerdings ist er Europameister, Champions League-Sieger, leider kein spanischer Meister, aber trotzdem eine gute Saison gespielt mit vielen Toren. Von daher denke ich mal, dass dieses ja zumindest gleiche Rating auf jeden Fall angebracht ist. Ich bin der Meinung, jetzt gerade wo Messi auch nicht mehr den Partnervertrag mit EA hat, dass die beiden eventuell das gleiche Rating bekommen könnten. Aber da müssen wir noch mal abwarten, mal sehen, was ich für Messi predikte. Auf jeden Fall könnte ich mir bei Ronaldo im Notfall, wenn Messi dann wirklich eine 94 behalten sollte, auch eine 94 vorstellen.
vorstellen. So, machen wir weiter und kommen wir zur vorletzten Karte für diese Episode. Und das ist jetzt mal einer aus der Bundesliga, der nicht ganz so krass ist, nicht ganz so krass talentiert, nicht ganz so krass mit, beispielsweise gehypt worden. Allerdings trotzdem sehr, sehr starker Innenverteidiger. Und zwar Yannick Westergaard, beziehungsweise ehemals Westergaard, jetzt aber Borussia Mönchengladbach, Danish Dynamite, die unglaubliche Innenverteidigung mit Andreas Christensen. Hat bei Bremen gezeigt, was in ihm steckt. Hoffenheim hat ihn abgegeben, hätten sie nicht machen sollen, denn damals war Westergaard schon stark. Bei Bremen war er der absolute Abwehrchef und jetzt geht er zu Gladbach, um da Martin Stranze bzw. Ruhl Brauers zu beerben. Ich bin gespannt, wie er das machen wird. Der auffälligste Set natürlich ist die Plus 13 bei Pace. Allerdings sehe ich das als relativ realistisch, denn in meinen Augen ist er deutlich schneller als 40 und 53 ist das Mindeste. 80 Defending, 83 Physis, 59 Passen, 48 Shooting, 46 Dribbling. Sieht nach einer sehr starken Karte aus, die in FIFA 17 eventuell noch spielbar ist. Gerade für den Karrieremodus auch ein sehr interessanter Spieler, aber jung ist er immer noch. Und ich bin gespannt, wie er sich bei Gladbach weiterentwickeln wird und ob er genauso einen Durchbruch noch haben wird wie Christensen. Ich meine, klar, Christensen war jünger und talentierter, aber Westergaard kann eventuell auch mal einen Push bekommen und eventuell wird er ja dann irgendwann auch, wie Toni Janschke beispielsweise, auf die 81, 82, 83 klettern. Wir dürfen gespannt sein, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Transfer auch in die Kommentare. Für mich war es genau der richtige Schritt, denn bei Gladbach bekommt er Spielpraxis und bei Bremen hätte er das definitiv nicht auf diesem Niveau gehabt. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Karte und das ist ein Spieler, der nächstes Jahr gar nicht international spielen wird, aber nach den bisherigen Vorbereitungsleistungen eventuell so ein bisschen mit die Liga aufmischen wird, und zwar ist es Gini Wijnaldum. Der ist mit Newcastle abgestiegen, hat da teilweise mal sein Können angedeutet, aber nicht komplett gezeigt und ist dann, ja, wie man es halt so macht, weggewechselt nach dem Abstieg, nicht da geblieben. Er ist zu stark für die zweite Liga, aber trotzdem ist genau wie Sissoko. Du leistest dir die ganze Saison kaum was und dann willst du plötzlich oder meinst plötzlich, du hättest das Format für Weltklasse-Teams. Egal, auf jeden Fall hat sich Liverpool seiner angenommen und ich denke mal, dass er kein Upgrade bekommt, dafür war seine Saison so schwach. Er wird aber selten werden im Vergleich zur letzten Saison. 81 Tempo, 85 Dribbling, 77 Shooting, 74 Passen und 73 Physis. Physisch ist auf jeden Fall stärker geworden. Defensiv auch noch ein bisschen nach oben. Passspiel ein bisschen nach oben. Shooting auf jeden Fall auch. Er hat ja einige Tore gemacht, so ist es ja nicht. Dribbling nochmal um 1 hoch und Tempo um 1 runter, weil so schnell ist er in meinen Augen nicht, auch wenn das kein riesiger Unterschied ist. Aber trotzdem auch so ein bisschen an zur FIFA natürlich alle Karten orientiert. Ich bin gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt zum Thema Gini Wijnaldum. Wie gesagt, ich war großer Fan von ihm bei Newcastle. Jetzt ist er bei Liverpool, bei Klopp. Mal sehen, was der aus ihm rausholen kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass er bei Newcastle nicht sein ganzes Potenzial gezeigt hat. Aber vielleicht macht er das ja jetzt unter dem neuen deutschen Trainer und vielleicht ja bei den Reds. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, wie die nächste Saison abschneiden, weil sie haben das Potenzial und mit Klopp auf jeden Fall auch ein Trainer, der es rausholen kann. Vielleicht sehen wir die ja nächstes Jahr wieder dann oder nächste Saison wieder in der Champions League. Wir müssen mal schauen. Das war es auf jeden Fall in dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Schaut mal wieder schon mal bei den Links vorbei. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis dann. Haut rein. Und ciao.